Mehrere tausend Menschen feierten am 3. Oktober in Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim das 30. Landesernte-Dankfest. An diesem Tag dankten die Menschen der Natur und den Erzeugern für die reiche Ernte des Jahres. Ein rund 900 Meter langer Ernteumzug zog am Sonntag durch Dobbertin. Den ersten Wagen führte Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus gemeinsam mit dem Dobbertiner Bürgermeister Dirk Mittelstädt an. Die Einwohner des Klosterdorfes erwiesen sich als wahre Gastgeber. Sie schmückten das gesamte Dorf mit Obst, Gemüse, Blumen und Strohfiguren. Also da war ganz, ganz viel Engagement. Nicht nur bei den Grundstückseigentümern oder Hauseigentümern jetzt, sondern viel, viel, viel vorher. Also wir haben ja alle 2 Wochen haben wir ja gefühlt zusammengesessen und haben es geplant. Mussten immer wieder umplanen, weil natürlich mit den Corona-Bedingungen das ganz anders wurde. Von ehemals 17 sind wir dann nur noch auf 2,5 gegangen mit den Zuschauerzahlen, oder 2.500. Jetzt sind wir wieder mal mit hoch, mit 5.000. Das wechselte andauernd, die ganzen Hygienebestimmungen. Man wusste gar nicht, worauf man sich einlässt. War eine ganz, ganz schwierige Planung, auch eine ganz schwierige Vorbereitung. Und das sieht nachher eigentlich keiner mehr. Wenn man jetzt hierher kommt, denkt man auch, das habt ihr ja ganz nett gemacht, sieht gut aus. Aber diese ganzen Stunden, die ganz, ganz viele Leute hier reingesteckt haben, das kann man jetzt zurzeit gar nicht so sehen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Das bunte Programm lockte groß und klein in das Klosterdorf. Als Landwirtschafts- und Umweltminister ist man natürlich stolz auf seine Landwirtinnen und Landwirte, weil sie produzieren ja für uns das Essen, die Lebensmittel. Und heute ist ein Tag weltweit, wo an diejenigen gedacht wird, die Sorgen, die Probleme haben, aber auch Danke mal wieder zu sagen für das, was uns der liebe Herrgott, die Natur, uns schafft. Und deswegen ist das 30. Landesernte-Dankfest natürlich etwas ganz Besonderes. Wir haben 31 Jahre deutsche Einheit, wir haben 31 Jahre Mauerfall, 30 Jahre deutsche Einheit. Insofern ist das natürlich ein Riesenanlass zur Freude, zur Dankbarkeit. Das Landesernte-Dankfest begann am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche Dobbertin. Erntedankfest ist eine Tradition und die wird ja seit Jahren gelebt und seit Jahrhunderten gelebt. Und von daher ist es sehr richtig, dass wir jetzt auch wieder feiern können, nachdem also voriges Jahr Corona das Jahr alles verhindert hat. Ich denke, man muss die Gaben, die die Natur hat, dann auch würdigen und andererseits den Fleiß der Bauern und der Veredler auch den Bürgerinnen und Bürgern nahe bringen. Von daher ist Dobbertin hier heute, glaube ich, der richtige Ort und die Dankbarkeit gegenüber denen, die die Leistung erbringen, aber auch die Dankbarkeit gegenüber der Vergangenheit, glaube ich, muss als Tradition bewahrt sein. Am frühen Nachmittag wurde auf dem Festplatz die Erntekrone übergeben. Diese wurde von den Grimmener Landfrauen aus verschiedenen Getreidesorten gefertigt. Zudem wurde das neue Erntekönigspaar vorgestellt. Anne-Christine und Mike aus Dobbertin übernehmen für 2 Jahre die Herrschaft. Warum ich das eigentlich mache, ist, weil ich eigentlich schon immer mal eine Königin sein wollte. Ne? Standardspruch. Und weil ich halt das Dorf präsentiere, weil ich hier auch schon aufgewachsen bin, seitdem ich klein bin. Und bei meiner damaligen Ausbildung war ich in Schwerin, aber ich habe gesagt, ich will wieder zurück nach Dobbertin, weil man hier vieles gemeinsam schafft und man auch hier zusammenhalten kann. Ja, meinerseits gilt das Gleiche ebenso. Also die Gemeinde, die ist sehr schön und ich bin hier integriert im Fußball und im Reitverein. Und ja, dementsprechend, es hieß, es wird ein Erntepaar gesucht und ja, dachte ich mal, machen wir da mit. An diesem Tag wurde nicht nur gefeiert, sondern auch ein Blick in die Zukunft geworfen.
Die Gesellschaft steht weiterhin vor umweltpolitischen Herausforderungen. Diese reichen vom Klimawandel über das Tierwohl bis hin zu nachhaltiger Landwirtschaft.